Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und da sind Samira und Lena. Samira hatte ja Lena eingeladen, auch direkt gefragt, ob sie hier übernachten will. Und die beiden amüsieren sich köstlich. Die haben sich unterhalten, haben getanzt, haben zusammen im Duett gesungen, haben im Whirlpool gebadet, waren in der Sauna, sind am Bowling spielen und, wozu halt Teenies so Lust haben. Ich hoffe, die Kleine verhungert uns nicht. Ich sehe halt nie, ob sie Hunger hat oder sonst was. Was macht ihr denn gerade? Plaudern. Ja, das ist okay. Ansonsten, Samiras Bett oben ist ja eh frei, da kann sie sich dann hinlegen, wenn sie müde wird. Pollux hat den ganzen Tag, im letzten Part tierisch viel Arbeit gehabt, hier mit dem Garten in Ordnung zu bringen. Ist da auch gerade noch in den letzten Zügen dabei, bevor ich ihn dann auch ins Bett bringe. Wobei, ich habe hier noch einen Baum, mit dem er noch mal quatschen wollte. Und zwei. Oh, Mist, Mist. Aber egal, ich musste ihn, er hat aufgehört, weil er tierisch aufs Klo musste. Ja, Alex hat ein bisschen telefoniert noch und was gefuttert und ist jetzt auch im Bett. Anna, ja, hat sonst auch nicht mehr viel gemacht, aber unser Held im letzten Part war Gerd. Ich lasse mal die Zeit wieder laufen. Der hat nämlich tatsächlich seinen Roman fertig bekommen, die Kriminalfälle des Superbullen, und ist mega stolz auf seinen Roman gewesen, und das zu Recht. Der hat sich nämlich als Bestseller entpuppt und super gut mit 3000 und Simoleons verkauft. Und ja, jetzt hat er sich natürlich da ein bisschen Ruhe und was verdient und möchte dadurch auch seinen Job kündigen. Wir haben aber gesagt, wir lassen ihn noch die Tage jetzt frei nehmen, also Urlaub, damit der Urlaub wegkommt und wir den bezahlt bekommen. Und dann kann er den Job kündigen. Also so sieht jetzt der Plan aus. Und ja, da schauen wir mal. Dann geht er vom Superbullen weg und fängt seine Sportkarriere an. Muss er ja nicht fertig machen oder wenn. Wir werden sehen, ne? Irgendwann werden sie auch mal älter. So, jetzt gucken wir mal, dass Pollux hier noch die restlichen Sachen macht. Und dann, ja. Ich habe das Angießen wieder vergessen. So, das sollte er auf jeden Fall noch tun. Musst du eigentlich arbeiten? Zeig ich mal. Wir haben Samstag. Ja, heute müsste er sogar arbeiten. Das heißt, wir lassen die Bäume, wie sie sind. Sollen die Bäume bleiben. Du gießt nur noch das Zeug an und dann gehst du auch schlafen. Sonst wird es einfach zu spät. So, ihr zwei da unten, was macht ihr? Nix weiters. Ach, sie hat sich was zu trinken genommen. Okay. Ja gut, was kann ich jetzt mit euch noch machen? Du könntest mal noch, ich weiß nicht, ob er um die Uhrzeit noch wach ist, deinen Herr und Meister mal informieren, wie dein Tag gelaufen ist. Naja, immerhin, Lena hält zu uns, sie haut nicht ab, nur weil wir sie anfauchen und uns zeigen. Also sie ist da noch. Guck mal, Melissa ist jetzt ganz vorne. Ja. Mal gucken. Aber wir müssen mal unserem Grafen erzählen, was wir alles erlebt haben und so, wie wir den Tag verbracht haben. Guckt euch den Kontrast an. Hier unsere braungebrannte Lena und die käseweiße Samira daneben. Das ist schon heftig. Aber Lena sieht richtig schick aus in dem Bikini, muss man ja mal sagen, ne? Mit ihrer geilen Figur, die sie sich antrainiert hat, das ist schon schön. Ja. So, Mädel, du kannst hochgehen, wenn du möchtest, ne? Du kannst auch in meinem Bett schlafen, das ist alles kein Thema. Vielleicht hat Lena Hunger. Vielleicht sollten wir mal gucken. Wie gut kannst denn du kochen? Wir haben ja festgestellt, naja, noch nicht so sonderlich gut, aber für ein paar Waffeln oder so sollte es ja eigentlich genügen, ne? Weil wir haben festgestellt, dass hier irgendwie nicht mehr genug an Lebensmitteln da ist. Das heißt, wir könnten doch mal unsere Samira mal ein paar gefüllte Waffeln machen lassen. Das sollte sie eigentlich hinkriegen. Hallo, Pollux, du stehender Mensch auf Fahrstuhl, Aufzug, wie auch immer. Und dann kann man Lena vielleicht zum Essen rufen. Nicht, dass die dann weggeht, nur weil wir ihr nichts zu essen geben. Mit hinlegen, ja gut, muss sie mal gucken. Ne? Ich will auch nicht, dass sie sich in den Pool setzt und dann da einpennt und dann stirbt sie. Dann hätten wir mal eine Freundin gehabt, ne? Ja? Und? Guck mal. Was für ein Meisterkoch. Jawohl, und wir haben einen Kochpunkt verdient. Genial.
Jo, fein. Dann teil mal aus. Zwei Stück reichen. Einmal für dich und einmal für Lena. So. Und dann... Ja, ja, ist gut. Dann zum Essen rufen Gäste. So. Und, ja, Kannst du dich denn hier irgendwo hinsetzen? Ja, hier sind sehr viele Fenster. Ist ein bisschen ungünstig mit den ganzen 1000 Fenstern, oder? Ja, wir gucken mal. Kannst du dich ja mal da hinsetzen? Ich schau mal, ob du das eine Zeit lang überleben kannst. Du bist ja immerhin im Haus. Ich meine, du kriegst durch die Fenster ganz viel Licht. Aber ja, mal gucken. So, und ich bin gespannt, ob unsere Lena jetzt hochkommt. Ja, sie kommt. Sie hatte wahrscheinlich wirklich Hunger, ne? Ja, da freut sie sich, dass sie was zu essen kriegt. Guck. Und Samira ist nett und leistet ihr trotzdem noch Gesellschaft. Ist es nicht lieb, hä? Unsere zwei Süßen hier. Ja. Fein. Und Anna hat Begeisterung für Fitness. Guck mal hier. In der Sonne. Durch die Fenster. Aber sie überlebt das. Ich habe übrigens von euch auch gesagt bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Ja, ist ja auch egal. Dass jemand mal eine Vampirfamilie gespielt hat. Und das durchaus möglich ist, die Kinder in die Schule zu schicken. Also, man muss halt gucken, dass sie ansonsten scheinbar nicht allzu doll in die Sonne kommen, aber der Weg zum Bus und vom Bus wieder raus scheint okay zu sein. Also, man kann ja vielleicht vorher speichern und so, falls was passiert. Ich denke, das werde ich im Hinterkopf behalten. So, also, sie wird jetzt nicht direkt gegrillt, also lassen wir sie mal kurz sitzen. Gucken wir mal, was die anderen so machen. Ja, das war mir ja klar, dass du auffüllst. Nein, sind die Fische schon wieder krepiert. Ach, ehrlich, wir haben kein Glück mit unseren Tieren. Ich tue jeden Tag die Viecher füttern, ehrlich. Ich will es aber auch nicht mehr auffüllen. Bleibt jetzt leer, das Ding. Aber Anna ist wach und Anna ist neugierig und liest erstmal das Buch von ihrem Mann, damit sie sich mit ihm drüber unterhalten kann. Ja? So, hör auf mit deinem Tai-Chi-Krampf. So, und du kannst noch ein bisschen schlafen, wenn du willst. So, wo setzt sie sich denn jetzt hin? Ah, Neugier. Was hat er denn da geschrieben? Oh, was? Da passieren ja tolle Sachen. Was ist denn hier los? Mensch! Ui, und da fliegt er davon und rettet die Welt. Ja, da muss man staunen, gell? Ich lese mal kurz dein Buch. Ist auch nicht in Ordnung, ja? Gut, okay, er ist, glaube ich, auch ganz glücklich, ja. Er möchte auch direkt wieder einen Blog schreiben und keine Ahnung was noch. Was hast du denn hier für Wünsche? Mit jemandem tanzen, ja, ja, und einen Blog schreiben und über Hobby reden. Du ziehst dir mal bitte was an, dann kannst du ja mal mit deiner Tochter kurz über das Hobby Film und Literatur reden. Die weiß ja auch noch nichts davon, dass du hier tollste Romane geschrieben hast. So, du bist noch am Schlafen. Das ist in Ordnung. Und du schläfst auf ihr... Oh, der hat wieder nicht geschlafen. Ich, ehrlich, Leute, ich verstehe es nicht. Ich sag ihm, sie sollen schlafen. Er geht hoch, er legt sich hin, aber er schläft halt nicht. Ja. Ich verstehe nicht, warum. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Immer 10-mal kontrollieren, dass die Leute auch tun, was ich ihnen sage. Was willst du? Marienkäferhaus kaufen. Ja, könnte man jetzt eigentlich auch machen. Ein Zelt willst du wieder haben. Du hast ein Zelt. Ja, und du willst wieder die maximale Begeisterung. Nee, wir machen andere Dinge jetzt. Mensch. So. Gerd? Gerd! Muss jetzt keine E-Mails checken. Dann hock dich hin und isst deine Waffel hier. Komm. Samira hat extra Waffel gemacht. Kannst du essen. Ja, blöd halt, dass jetzt Samira nicht viel machen kann mit... Oh, sie hätte auch eine Waffel essen können. Ja, komm, dann hol dir auch eine Waffel und isst die. Und dann gehst du ab in deinen Sarg. Jetzt, weil sie in der Sonne sitzt, wird sie wohl doch mal hungrig. Ja. Wer ist da auf die Arbeit gehen? Anna, ne? Anna, musst du die Arbeit? Warte mal.
Wer ist das jetzt? Für wen ist das Auto? Ich bin gerade irritiert. Du hast frei. Für wen ist dann das Auto? Ach, für dich? Dann tut's mir leid, dann kannst du doch keine Waffel mehr essen. Sorry. Und du nicht. Und du? Du musst. Ach, toll. Pollux, der nicht geschlafen hat, muss arbeiten. Ach, er will doch eigentlich gar nicht mehr. Hat er denn. Warte mal. Da. Er hätte einen Urlaubstag, den könnten wir eigentlich gerade nehmen. Dann, ja, komm. Nee, dann bleib liegen. Ach, scheiße. Ist okay. Bleib liegen. Du musst nicht. Jetzt habe ich dich geweckt, oder? Schläfst du weiter? Kannst wieder weiter schlafen. Ist okay. Alles gut. Sorry. So, und du, Mädel, machst dich dann noch ein bisschen hübsch. Und dann gehst du auch wieder in deinen Sarg, damit das auch endlich mal Sinn macht, dass du tagsüber schläfst. Ja, man kann sie schon im Haus mit Fenstern. Denn das geht. Wer oder was hat da so geschrien? War wahrscheinlich Radio oder Fernseher oder sonst was. Aber man muss halt aufpassen, dass sie nicht nach draußen geht. Das ist hier wirklich die große Gefahr. Deswegen bin ich immer beruhigt, wenn sie dann im Sarg liegt und pennt. Und ja, nur solche Dinge tut. Ja. Aber ich finde es toll, wie die beiden sich unterhalten und machen und tun und keine Ahnung. Und sie, was machst du? Oh, du schreibst Tagebuch? Ah, ja. Kann ich mir denken. Ja, du könntest jetzt auch mal an deinem Roman wieder weiterschreiben. Inspiriert, wie du jetzt sein dürftest, müsste das ja wohl gehen. Ah, unsere Madame kommt, unsere Putzfrau. Mhm. So, du schläfst hier. Und du bist da. Ah, Alex, komm, du hast Hunger. Du könntest mal was essen. Komm. Spielen ist gut und schön, aber geh mal was essen, bevor das Essen schlecht wird. Hier, guck mal, da ist noch. Kannst du essen? Und Samira geht bitte dann langsam, aber sicher mal. Irgendwie wirst du mir gerade ein bisschen. Nee, bitte. Halt. Hier hin. Benutzen. Säubern ist mir egal. Duschen kannst du auch noch. Und dann gehst du schlafen. Hopp. Gut. So. Und er isst erstmal noch was. Genau. So. Und tschüss. Du darfst hier bleiben. Der Titel ist auch fertig. Ah, jetzt weiß ich nicht mehr, was sie für ein Buch geschrieben hat. Bei Anna ist jetzt das Problem. Ich weiß es nicht mehr. Hatte sie einen Vampirratgeber schreiben wollen, weil ihre Tochter zum Vampir geworden war? Oder war das noch das Buch, wo sie über Teenagerprobleme, Erziehung und ähnliches geschrieben hatte? Wenn ich das jetzt wüsste. Ich weiß, dass ich vorhatte, ein Vampirbuch zu schreiben. Aber ich weiß halt nicht, hatte ich das noch angefangen oder eben nicht. So lang ist Lena noch kein Vampir. Samira meine ich. Und ich glaube, das Buch war noch vorher zustande gekommen. Wie nenne ich das? Wie nenne ich das jetzt am besten? Oder nee. Einmal. Es wäre gut, wenn mir was einfallen würde, was auf beides passt, irgendwie. Powerfrauen vor.
Beschreibung des Buches. Okay. Ob du dich um die Sorgen deiner Kinder kümmerst und mit ihnen alle Höhen und Tiefen erlebst oder den Abgrund der Abgrund der oder in oder in den Abgrund der Seele blickst, Komma, hier blickst Power Frauen schaffen alles. Hilfe für alle Lebenslagen von Anna Bergstein. Ja, genau. So müsste das gehen. Dann passt das einigermaßen. So, zeig ich mal. Das Problem ist, sie kriegt ja gleich ihr Buch. Dann sehen wir den Einband. Und dann bin ich mal gespannt. Apropos, sehen den Einband. Ja, da hat sie. Ach, guck du mal, das Buch vom Gerd hat sie doch hier auf den Tisch liegen legen können. Wieso klappte das bei mir nicht? Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie ihr Buch jetzt aussieht. Und ob sich das auch so gut verkauft, dann kann sie vor ihrem Mann ein bisschen angeben. Dann geh mal bitte ans Telefon hier. So. Samira ist, wie gesagt, am Duschen gerade. Sie hat eigentlich Hunger, aber ja. Ja, das Problem ist, sie ist auch sehr müde. Ist halt ein bisschen sehr viel, ein bisschen viel, viel Sonne hier drin. Was ja eigentlich gut ist, aber ja. Glückwunsch, Annas Roman verkauft sich großartig. Du erhältst einen Scheck. Sie hat ihn übertroffen. Über 375. Ein, nee, drei, 3.175 Simoleons. Gibt nicht alles auf einmal aus. Ja, das kennen wir ja schon. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich wollte eigentlich gerade mal gucken, wo Lena jetzt hin ist. Lena, wo bist du? Da hinten läuft jemand rum. Ach, Lena sitzt draußen auf der Schaukel. Ja, die eigentlich auch nie benutzt wurde, oder? Guckt mal, endlich nutzt mal jemand die Schaukel, die hier steht. Das ist ja Wahnsinn. Cool, so. Pollux schläft noch ein bisschen. So, Anna, du kommst mal hier runter. Das haben wir ja vorhin schon getestet, als Gerd seinen Roman bekommen hat. Huch. Und Alex ist noch am Essen. Ja, gut, okay. Ja. So, jetzt sehe ich den Einband. Wartet kurz. Was ist es? Wartet mal kurz. Vielleicht komme ich jetzt ein bisschen näher ran. Ich sehe es nicht richtig. Das könnte für beides passen. Genau kann ich es gar nicht sagen. Okay. Ja gut, gucken wir mal. Aber hol dein Buch. Hol dein Buch ab. Juhu. Kannst ja mal diskutieren mit Alex. Genau. Diskutiere mal dieses geile Buch mit Alex. Sie will schon wieder ein Buch schreiben, ja. Und sie will ein Auto kaufen. Ach Gott, ja. Und sie will einen Fähigkeitenpunkt haben. Den werde ich hier anknipsen. Gute Frau, du stehst auf meinem Buch. So. Was machst du? Ah, ihr quatscht miteinander. Ja, das ist auch eine tolle Sache. Gut, dann pack das Buch einfach mal ein. Wo ist es denn? Hier. Gib's her. Kann ich's mal ansehen? Ah, jetzt sehen wir es auch. Ja, das sieht vampirisch aus, würde ich sagen. So ein bisschen vernebelt. Ja, Mystery-mäßig. Gut, okay. Passt trotzdem. Ich sag mal, ich habe einen Mix aus allem geschrieben. Insofern, das passt dann schon.
So, Madame hat auch ein bisschen Hunger, ne? Dann komm und isst du auch mal was. Nimm dir einen Teller und ja. Und was macht unsere Samira? Ist die gerade ins Bett? Okay, sie ist sehr hungrig. Gut, ich hoffe, da passiert nichts. Nun gut, ich hoffe, dass das klappt einigermaßen. Zumindest geht erstmal das runter. Wenn sie Hunger hat, kann sie ja aufstehen und kann dann wieder was essen. Aber diesmal habe ich so ein bisschen. Ja, gut, aber wenn sie sich Leute einlädt, ne, dann muss sie auch schon mal gucken, was sie mit den Leuten macht. Halt, stopp, wo ist denn jetzt Lena hin, Mensch? Ach, Alex. Ah, Lena geht nach unten. Komm, Lena, was machen wir mit dir? Was wolltest du denn da? Techtelmechtel in Sauna mit Angelika. Ach ja, stimmt, da war ja noch was. Du bist ja unser Don Juan von. Und du wolltest eigentlich auch Sportexperte oder irgend sowas werden, ne? Ihr habt ja alle immer die gleichen Wünsche. Das ist sau doof. Gut, dann pass doch mal auf, du Verrückter. Warte mal. Du könntest mal die Reste weglegen, wenn du schon da rumstehst. Leg mal die Reste weg, dann gehst du mal nach oben. Und könntest mal telefonieren erstmal und dann gucken wir mal. Du willst ja auch wieder töpfern und also Zeugs. Kann man ja dann auch mal wieder machen, ne? Hier. Kannst einen Teller weitermachen. So, hast du was zu tun? Meine Güte, ich komme ja gar nicht mehr hinterher hier. So, du musst jetzt erstmal was essen, dann könnte man vielleicht auch noch mal. Igitt, hör auf. Bäh, pfui. Ich hoffe, die anderen sind noch nicht schlecht. Spül das mal ab, das ist eklig. Bah! Ja, das hat jetzt zu lange hier gelegen. Ach so, du solltest telefonieren. Wen wollte er? Angelika, ne? Die Dame mit den drei Blitzen, wo ich gesagt habe, die eigentlich ganz gut zu ihm passen würde. Welche war denn das? Sebastian. Da, die Angelika Scheuer, genau. Ja, mit der kannst du mal plaudern wenigstens. Das ist okay. So, du räumst das bitte weg. Dann kannst du hier mal benutzen und duschen. Und dann kannst du ja mal hier draußen wieder ein bisschen üben gehen. Alex hat heute frei. Genau. Der geht jetzt wieder gleich da Dings machen. So, Pollux ist. Ach, Pollux ist endlich wach. Na toll, na endlich. Mann, dich habe ich ja ganz vergessen vor lauter. Wo bist du denn? Hallo? Wo bist du? Hä? Wo ist er? Wo willst denn du jetzt wieder hin, Junge? Ah. Hab ich dir nicht eine Kommode gegeben gehabt? Nee, ne? Du hast immer noch keine Klamottenkommode. Gut, dann komm doch mal. Ach, egal. Geh mal hier bitte benutzen. Nee, fütter erstmal Happo und spiel mit ihm. Der da. Der da echt immer noch am Leben ist, wo ich nicht verstehen kann, dass der noch lebt. Eigentlich ist das jetzt mittlerweile ein Plüschhamster geworden, oder? Ey, weil so lange hat doch noch nie ein Hamster überlebt. Ich kenne keinen Hamster, der so lange lebt. Irgendwie hat Melissa den mit Sicherheit verzaubert. Es ist ein lebendiger Plüschhamster und deswegen lebt er noch. Ja. Ja, gut, du musst nicht. Aber doch, spiel ein bisschen mit ihm. Das ist schon besser. So, Anna. Anna geht duschen. Ja, darüber. So, du machst den Teller und Samira ist da unten. Oh Gott. Und Lena ist, glaube ich, gegangen. Oder nee, Lena ist immer noch da. Lena ist ja immer noch hier. Hammer. Dann könnte Anna doch mal die Lena fragen, ob sie mitmachen möchte. Komm mal her. Lena, magst du mitmachen? Können wir zusammen ein bisschen Logik lernen? Komm, das kommt gut. Dann ist deine Mama bestimmt auch froh, wenn du irgendwas gemacht hast, was sinnvoll war.
wenn du uns hier schon besuchst. So, ich muss mal einen Blick auf die Uhr werfen. Ich bin Haha, gerade komplett raus. Ja, perfekter Teller. Ja, und wir sind natürlich auch schon wieder fertig. Okay, das heißt Pause. Und ja, das war's dann. Wir haben zwei Bücher veröffentlicht bekommen und sind total happy und alles. Und ja, Lena hat wirklich den Tag hier verbracht. Und ja, da bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir natürlich nur noch einen Part vor uns. Und es ist ja, tagsüber. Mal gucken. Ich denke mal, allzu viel werden wir dann doch nicht machen. Also weggehen, wird schwierig, aber vielleicht können wir irgendwas anderes im nächsten Part noch machen. Mal gucken. Also, ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der Sache und mal sehen, was mir so für den nächsten Part noch alles einfällt. Also, bis dann, macht es gut. Tschüss.